Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf dem Stand der Agritechnica. Wir sind heute das 15. Mal bei der Agritechnica. Wir sind seit 30 Jahren dabei. Ich freue mich sehr, dass wir hier sehr viele alte, bekannte Gesichter, bekannte Kunden sehen, die man sich immer wieder trifft, die zum Gedankenaustausch. Aber wir haben auch sehr viele neue Kunden, die von Güttler bereits gehört haben, die sich jetzt mal informieren möchten, was gibt es bei Güttler Neues. Wir sind eigentlich ja bekannt geworden durch die Güttler Walze, eine Erfindung meines Vaters. Der Name Güttler und Prismenstern gehört eigentlich sehr eng zusammen. Das Charakteristische sind die prismenartigen Walzenspitzen. Wir haben hier die Urform der Güttlerwalze, selbstreinigende Walze, kleiner und großer Ring, der exzentrisch umläuft, die sich dadurch hervorragend selbst reinigt. Einsatzbereich als schwere Ackerwalze für Acker und für Grünland. Hier stehen wir vor einer Maschine mit 9,40 Meter Arbeitsbreite, gibt es maximal bis 12,40 Meter. Und dieser Walzenring hat sich im Laufe der Zeit verändert. Es sind verschiedene Typen entstanden, die wir in den verschiedenen Zusammenhängen einsetzen. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal gerne zeigen. Wir stehen hier an 3 Meter Greenmaster. Wir haben vor 10 Jahren auf der Agritechnica hier in dieser Halle das erste Mal eine Sä-Kombination, Pflege-Sä-Kombination für Grünland vorgestellt. Daraus ist mittlerweile ein gesamtes Programm entstanden. Arbeitsbreiten von 2,50 Meter bis 7,50 Meter Güttlerwalze. Die auf der Wiese machen wir uns den goldenen Huftritt der Walze zunutze. Die alten Landwirte wussten, der Huftritt des Tieres beim Weidegang schafft eine dichtere Grasnarbe. Und genau das haben wir hier mit der Güttlerwalze. Wir haben die Natur kopiert. Wir machen mit 300 Huftritten pro Quadratmeter eine sehr gute Verdichtung, drücken die Wurzel wieder an, beseitigen Auswinderungsschäden und sorgen mit dem Huftritt für eine stärkere Bestockung, sprich dichtere Grasnarben, mehr Wurzelwerk, tragfähigere Grasnarben. Kombiniert mit Striegel, um Maulwurfshaufen einzuebnen, Luft zu schaffen in der Grasnarbe, alten Filz rauszuholen und nachzusäen in einem Arbeitsgang. Beim Nachsäen sorgt auch der goldene Huftritt für den nötigen Bodenschutz für die Nachsaat, sodass ich auch bei trockenen Verhältnissen gute Feldaufgänge bekomme. Ich darf Ihnen hier unser jüngstes Kind vorstellen, eine neue Ackerwalze Offset 640 mit einer einfachen Rahmensystem, einfache Klappung, bewusst preiswert gehalten, um auch im Markt ein preiswertes Produkt anbieten zu können. Diese Walze eröffnet uns erstmalig die Möglichkeit, Werkzeuge vor die Walze anzuordnen. Es wird heute wieder sehr viel gepflügt für Raps und für Wintergerste und es bietet sich geradezu an, diese auf Vorrat gepflügten Flächen mit einem Werkzeug einzuebnen, mit der Walze zu krümmen und rückzufestigen, damit die Feuchtigkeit im Boden erhalten bleibt für die spätere Ansaat. Und durch die Vorarbeit vereinfache ich natürlich auch die spätere Bestellarbeit. Was ich vorher bei optimalem Bodenzustand machen kann, mache ich bei optimalem Bodenzustand und lasse den Boden nicht erst austrocknen und versuche dann mühsam die harten Gluten zu zertrümmern. Das schaffe ich hier mit sehr hoher Flächenleistung, mit sehr moderaten Kosten. Die Walze, die Offset-Walze, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, kann ich natürlich auch auf Grünland einsetzen und kann sie bei Bedarf mit dem Greenseeder kombinieren. Ich hänge die Zugwelle hier ein und habe dann das Abschleppen und Nachsäen von Grünland wieder kombiniert mit der Güttlerwalze. Bei trockenen Böden eine ideale Kombination. Wenn ich feuchte Böden habe, ist es eher besser, ich striegle zuerst, lasse das, was ich rausstriegle, ablüften und welk werden und komme dann in einen zweiten Arbeitsgang mit der Walze. Je nach Bodenzustand also getrennt oder kombiniert zu verwenden. Wir bauen seit 35 Jahren Frontgeräte und haben sehr, sehr schnell bemerkt, dass der Standard-Walzenring mit kleinem und großem Ring nicht immer zu optimalen Ergebnissen führt, wenn ich ihn als Frontpacker direkt auf raue Pflugfläche einsetze. Wir haben 1985, das ist jetzt über 30 Jahre her, als erstes Mal die Duplex gebracht, zweiachsig versetzt, ein Ring reinigt den anderen. Das ist eine sehr aggressive Maschine, um schwere, zähe Böden zu verarbeiten. Vorneweg ein Zinkenvorsatz, um die grobe Scholle oben abzuköpfen, etwas einzuebnen, um der nachfolgenden Walze die Arbeit zu erleichtern, gibt es in Arbeitsbreiten von 2,50 Meter bis 6 Meter. Hier eine etwas leichtere Ausführung
mit einer einreihigen Walze mit Ausräumern drin für mittelschwere Böden bis zu Lehmböden. Auch hier der Zinken vorneweg, der eine grobe Einebnung macht, sodass die Walze optimal arbeiten kann. Eine hervorragende Rückfestigung auf Sandböden, auf Moorböden mache ich mit diesem Gerät eine sehr, sehr gute Rückfestigung, sodass der Schlepper nur ganz flach einspurt und ich die Kreiselecke ganz flach halten kann. Wir haben hier die Güttlerwalze als Kreiseleckennachläufer, als Packerwalzenersatz, weil in vielen Fällen genau das, nämlich verklebte Packerwalze, das Problem ist. Wir haben diese Maschine gebracht 1987, also vor 28 Jahren. Seit 20 Jahren gibt es die Maschine auch anstelle von Gussrädern auch mit leichten Rädern aus Synthetik-Ultramaterial. Dieses leichte Material hat zwei Vorteile, natürlich Gewichtsersparnis. Ich spare 200 Kilo Gewicht, was bedeutsam ist, weil ich ja die Walze mit einem Hebelarm am Schlepper fahre. Durch den Hebelarm ergibt sich eine sehr viel niedrigere Achslast oder ich kann mehr zuladen. Und das glatte Kunststoffmaterial hängt weniger Boden an, sodass sie bei feuchten Böden eine bessere Reinigung haben. Hat sich seit 1995, also seit 20 Jahren, in sehr großen Stückzahlen bewährt. Wir können sagen, die Hälfte der Maschinen, die wir so verkaufen, sind heute aus Synthetik Ultra. Wir haben letztes Mal die Situation zusammengerechnet. Wir haben mittlerweile Walzen in einer Breite von insgesamt 15 Kilometern Arbeitsbreite gebaut aus diesem leichten und doch sehr strapazierfähigen Material. Wenn Steine vorliegen, ist der Ring elastisch, er weicht dem Stein aus. Wo wir in Steinen wegbleiben, ist, wenn wir sehr viel scharfkantiges Gestein haben, wo die Steine dann anfangen, die Ringe zu schneiden, sehr stark abzunutzen. Dort verwenden wir rein Sphäroguss. Der Sphäroguss hält auch diese steinigen Verhältnisse aus, ist absolut bruchfest. Den Supermax, die Großfederzahnegge, haben wir vor 8 Jahren zuerst auf der Agritechnica vorgestellt. Und da waren sehr viele Kunden, waren doch sehr erstaunt, warum ein Walzenspezialist ausgerechnet eine Maschine ohne Nachläufer anbietet. Das war einfach Ergebnis eines Lernprozesses, wo wir gesehen haben, wenn wir im Frühling Maisland herrichten, speziell auf schwereren Böden, haben wir oft die Situation, dass die Böden sehr schlecht abtrocknen. Wir fahren zusätzlich Gülle hinein in die Flächen, machen den Boden noch feuchter. Wenn ich Ihnen hier eine leichte Synthetik-Ultrawalze anbauen würde, dann würde die gehen. Überhaupt kein Problem. Aber es macht ackerbaulich überhaupt keinen Sinn, erst den nassen Boden durchzumischen, durchzukneten und hinterher mit der Walze regelrecht festzustampfen. Wir wollen ja schließlich keinen Straßenbau betreiben, sondern wir möchten Ackerbau betreiben, sodass wir seit 8 Jahren den Kunden vorschlagen, ziehen Sie mit dieser Maschine schwere Böden durch, bringen Sie Luft in den Boden, lassen Sie den Boden erstmal ablüften und dann nehmen wir eine Frontwalze von uns in Verbindung mit der Saat. Bis dorthin ist der Boden, der abgelüftete Boden, lässt sich dann durch die Walze entlang der Lehmverbauung brechen. Ich bekomme ein Saatbett, wie Sie das von Güttler gewohnt sind, unten fest, oben locker krümelig und ich mache keinen Stampf. Das heißt, achten Sie auf Ihren Boden, behandeln Sie Ihren Boden nicht wie den letzten Dreck, geben Sie etwas Acht und damit kann man das. Man kann den Boden erst auflockern, ablüften lassen und macht die Rückfestigung ein bisschen später. Die gleiche Maschine eignet sich hervorragend zur flachen Stoppelbearbeitung. Gegenüber dem Grupper doppelte Flächenleistung, halber Spritverbrauch. Und ein Thema, was in Zukunft große Bedeutung haben wird, ist die mechanische Unkrautbekämpfung. Mit dieser Maschine kann ich regelrechte Unkrautkuren durchführen. Ich arbeite immer wieder flach durch mit geringem Spritverbrauch, Hausnummer 5 Liter pro Hektar. Ich rege Ackerfuchsschwanz und andere Unkräuter zum Auflaufen an und im nächsten Arbeitsgang beseitige ich diese aufgelaufenen Unkräuter mit dieser Maschine. Die Maschine zieht die Unkräuter hoch, der Striegel legt sie frei und legt sie obendrauf ab, sodass sie abdürren und absterben. Und ich denke, das ist eine sehr gute Maßnahme, immer dort, wo es bereits Resistenzprobleme gibt. Ackerfuchsschwanz, Kamille, Windhalm ist in manchen Gegenden schon resistent gegen die Spritzmittel. Das wäre eine gute Alternative. Und in anderen Gegenden, wo es noch nicht so weit ist, wäre es ein Hilfsmittel, um das Eintreten der Resistenz hinauszuzögern, zu verschieben. Hier stehen wir vor der Supermax Edition 2015. Sie sehen, auch wir bleiben nicht stehen, wir entwickeln weiter. Wir bringen jetzt ein Zwischenfruchtsägerät aufgebaut auf der Maschine
und machen jetzt eine kleine leichte Walze dahinter. Sie sehen, die Walze ist aus Kunststoff gebaut. Ich kann die jederzeit hochheben. Der Gedanke dabei ist der folgende. Der Pflug kommt für Raps und Wintergerste wieder stark zurück. Böden, die nicht extrem schwer werden, werden wieder zunehmend für Raps und Wintergerste gepflügt. Und dann möchte ich den Boden nicht austrocknen lassen. Ich möchte ihn einmal vorbearbeiten, krümeln, rückfestigen, um das Wasser zu halten. Und dann ist natürlich so eine Walze gefragt. Und wir achten darauf, dass wir eine leichte Walze verwenden, die nicht so schwer ist. Die Tiefenführung erfolgt nach wie vor vorne über die 4 Stützräder. Und ich kann jetzt je nach Bodenzustand, nach Bodenfeuchtigkeit, die Krümelung und die Rückfestigung steuern von 0 bis 100% durch Verstecken dieser Bolzen. In diesem Lochraster kann ich je nach Bodenzustand mehr oder weniger Druck geben. Habe ich einen trockenen Boden, gebe ich viel Druck. Ist der Boden feucht, lasse ich die Walze nur mit Eigengewicht laufen, um meine Bodenstruktur zu schonen, um die Böden nicht zu vergewaltigen. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir beim Supermax die Meinung vertreten, man sollte den Boden erstmal aufziehen und ablüften lassen und die Rückfestigung dann bei der Saat vornehmen. Es gibt genug Güttlerwalzen in unserem Programm, mit dem ich das machen kann. Hier ist so ein typischer Vertreter davon, Arbeitsbreite von 3 bis 6 Meter, auch hydraulisch gerbbar. Es gibt ihn in verschiedenen Ringformen, je nachdem, welche Boden ich vor mir liegen habe. Und diese Walze fahre ich beim Säen in Front. Der Boden, die Gluten, die da sind, brechen jetzt entlang ihrer Lebenverbauung. Ich mache wirklich ein Saatbett. Solche schweren Sägeräte, 8-Reihig Mais mit Düngersteuer wiegt heute 3,5 Tonnen. Und nach unserer Meinung ist es sinnvoller, statt eines schweren Frontgewichts mit 1500 Kilo vor mir herumzuschleppen, auf der Vorderachse Schadverdichtungen zu machen, ist es viel sinnvoller. Ich verwende eine Frontwalze. Ich bekomme eine Saatbettbereitung, eine Krümelung, eine Rückfestigung, gleichmäßigere Ablage meines Samens, schnelleren Feldaufgang. Und nicht nur der Mais kommt schneller und gleichmäßiger, sondern auch das Unkraut. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich, sei es, dass ich mechanisch Unkraut bekämpfe oder dass ich chemisch bekämpfe, ich bekomme damit eine Unkrautflora in einem einheitlichen Stadium. Ich habe dann nicht mehr die Schwierigkeit, dass ich bei der Unkrautbekämpfung 3 verschiedene Stadien habe. Ein Unkraut, das schon 3 Wochen da ist, eines, das gerade aufgeht und ein anderes, das schon 14 Tage alt ist, wo ich dann Probleme habe. Fürs eine bin ich zu früh, fürs andere bin ich schon zu spät. Dann wird auch hier die Unkrautbekämpfung wesentlich gleichmäßiger und effektiver. Wir haben vor 20 Jahren in Ungarn eine eigene Firma gegründet, haben dort eine sehr junge und dynamische Mannschaft mit 60 Leuten, sind ISO-zertifiziert und konnten jetzt im letzten Sommer ein neues Gebäude beziehen, was natürlich die Arbeit sehr erleichtert, den Fluss erleichtert und auch es leichter macht, wechselnden Bedingungen zu folgen und vor allem auch die Qualität zu sichern. Ich kann mit Stolz behaupten, dass die Qualität, die wir in Ungarn erzeugen, auf keinen Fall schlechter ist als die deutsche Qualität. Die kann sich jederzeit sehen lassen. Wir sind ISO-zertifiziert, wir haben junge Leute, die Ehrgeiz haben, die was zeigen möchten und es macht viel Spaß. Wir bedienen aus dem ungarischen Werk nicht nur den westeuropäischen Markt über die Güttler GmbH, sondern bedienen von dort aus auch die osteuropäischen Märkte. Wir haben in Ungarn eigene Verkäufer laufen, in Rumänien und sind in den umliegenden Ländern natürlich da sehr stark tätig auch. Und die Erfahrungen von Westeuropa, von Deutschland, sind andere als die aus Osteuropa. Und das ist ein gegenseitiges Befruchten. Wir merken das, das ist sehr wertvoll, dass man Erfahrungen aus verschiedenen Welten hat. Wir haben in Osteuropa meistens mit sehr großen Flächen, mit starken Beanspruchungen der Maschinen zu tun, während wir hier in Westeuropa eigentlich mehr auf Arbeitsqualität, auf die Details Wert legen. Und das ist aber eine sehr gute, das kann sehr gut befruchtend wirken, diese Sache. Wenn Sie noch weitere Informationen haben möchten, bitte informieren Sie sich auf Internet www.güttler.de oder www.güttler.org. Vielen Dank für Ihren Besuch hier auf unserem Messestand und auf Wiedersehen beim nächsten Mal.